Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Neverguest. Und ich sehe gerade, ich muss es nachher mal ausschalten da hinten gleich. Hier lagen gerade noch Rohstoffe, die nehme ich mal gleich mit. Ja, und nach meinen stundenlangen Aufnahmen mit dem, wo ich jetzt 2 Folgen pro Tag rausgehauen habe, neigt sich dann doch jetzt langsam dem Ende zu. Und ich habe sogar mittlerweile zu wenig Aufnahmen. Also die hier muss morgen zum Beispiel schon raus. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben jetzt hier 3... Ich glaube, er hat nicht genug Kakteen. Ja, ich höre mich ein bisschen verstimmt an, da ich momentan stark Stimmtraining mache. Man mag das jetzt kaum glauben, aber ich trainiere momentan auf Twitch meine Stimme mit 2 Stunden Streams, in denen ich 2 Stunden durchquatsche. Deswegen höre ich mich momentan ein bisschen verkratzt an. Ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen. Ist für das Let's Play, ist für mehr, für besseres Let's Play. Im Endeffekt. Und ja, ich habe auch momentan gerade den Twitch-Chat an. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass ich gerne eine aktive Twitch-Runde mit dazu hätte, bei der jetzt einfach drüber geredet wird. Ja, was zum Beispiel, was für Themen sollten wir denn besprechen oder so. Das ist ganz cool, wenn man einfach mal Leute die direkt davor hat. Gestern hatte ich ja, im Twitch-Stream wurde ich gefragt, ob ich denn gerne Kinder hätte, wie viele, wie die heißen sollen und bla bla bla. Das war ganz anregend eigentlich, das Gespräch. Und darum war ich der Meinung, es wäre doch cool, wenn man das ins Let's Play mit einfließen lassen könnte. Und hier baue ich mir, glaube ich, einen Trichter hin. Habe gerade kein Eisen dabei. Ja, was wir diese Folge machen. Mir ist aufgefallen, dass wir ja sehr bald Folge 100 erreicht haben. Und auch das ist ziemlich... Folge 800 erreicht haben. Und auch das ist zum Beispiel eine Frage, die ich gerne im Stream stellen würde. Und zwar... eine Kiste brauchen wir noch. Habe ich hier noch Kisten irgendwo? Oh, wollte ich nicht. Und zwar wäre ja eine interessante Frage natürlich... Wir haben jetzt so viel mit Mods hier gemacht, wir haben jetzt ein bisschen hier verbracht, wirklich eine ganze Menge Zeit, in der wir mit Mods rumgespielt haben und so. Wollt ihr eventuell, dass ich nochmal 100 Folgen in dieser Gegend bleibe hier? Mir gefällt es momentan wirklich sehr gut hier, muss ich gestehen. Ich habe mega Spaß in der Gegend gerade und ich würde gerne von mir aus noch 100 Folgen hier bleiben. Mache das natürlich nur, wenn der Rest das auch möchte. Ansonsten würde ich wieder zurückkehren in unsere alte Gegend und wir würden da weiterbauen. Aber ich hätte schon großen Bock, hier weiter zu bleiben. Da ist jetzt, wie gesagt, natürlich eure Meinung gefragt. Möchte, dass wir hier bleiben, mit dem Mods hier noch ein bisschen weiterspielen? Oder möchte lieber, dass wir wieder zurückgehen in unsere alte Gegend? So wie falsch. Ich habe deine Trichter gebaut. Moment. Trichter, Trichter, Trichter. Gut, dass wir das Ding hier haben, ey. Das ist mega praktisch. Trichter, da ist er auch. Habe ich ja gerade gemacht. So. Und so. Komisch, okay. Da würde ich mir noch eine Kiste basteln darunter. Klock. Man sieht natürlich den Twitch-Chat auch nicht. Und schon bin ich da, sagte Steve. Du hast schon einen automatischen Ofen. Ich habe mir mal einen selbst zusammengebaut. Der funzt eigentlich ganz gut. Wenn du willst, kann... einen automatischen Ofen habe ich nicht. Wie genau würde denn der automatische Ofen funktionieren? Das finde ich gut. Steve, den habe ich auch zum Moderator bei mir gemacht, weil der sehr aktiv ist bei uns. Bei mir. Und ja. Deswegen habe ich den auch zum Moderator ernannt. Aber einen automatischen Ofen habe ich noch nicht. Was genau macht der denn, der automatische Ofen? Wäre die Frage. So sieht er ganz cool aus. Das müsste man natürlich irgendwie hier rankommen. Dann könnte ich eventuell... Soll ja nicht so scheiße aussehen. Machen wir das hier so. Genau. Und dann können wir hier reingreifen und dann können wir auch da reingreifen. Sehr schön. Da
Oh, das müssen wir nochmal reparieren. Hier, die müssen wir die Felder auch bald wieder machen. Wir haben jetzt nicht mehr den Pokémon mit drin, da passiert uns sowas nicht. Und dann gehen wir mal hier hoch. Und bauen an der guten alten Kaktusfarm weiter. Ich wollte sowas schon immer mal im Let's Play bauen. Ich hab die damals immer gebaut. Ich hab die Dinger geliebt. Nein, Mist. Nein, halt nicht, dann gehen wir halt so lang. Aber ich konnte irgendwie nie ins Play bauen, weil die dann doch aus der Mode gekommen sind irgendwann. Wenn wir das doch mal kurz aufmachen so lange. Aber jetzt kann ich sie doch mal bauen, einfach weil wir gerade die Zeit haben dazu. Und den Platz vor allem. Nur ein Jumbo Ram war ich nie gut. Wie glaube ich auffällt. Klasse. Ich bin der beste Jump-and-Run-Profi, den es gibt. Ich kann eventuell... Super, wenn sich mein Antivirenprogramm ja mal vorstellt, warum nicht? Hier fehlt mir noch einen Sand, den habe ich momentan nicht. Und da haben wir ein paar Kakteen wieder mitgenommen. Flupp. Verzeiht bitte, dass ich jetzt natürlich dann nicht alle 5 Sekunden in den Chat reinschauen kann. Ich werde mal nach einer Weile aktualisieren und mal gucken, was passiert ist im Chat. Hier tun wir uns jetzt schnell noch das hier abernten. Dann können wir das auch noch ein bisschen schöner machen. Mal gucken, ob es, wie das aussieht, wenn ich jetzt eventuell... Moment, machen wir mal ganz kurz noch ein bisschen... Juhu. So, dann machen wir uns eine Workbench. Klackt das hier alles wieder raus. Und dann können wir eventuell noch ein paar Slabs drüber zimmern. Wir müssen dementsprechend natürlich auch die Mauer ein bisschen hochsetzen wieder. Ah, die müssen wir ja noch zu Ende bauen. Die Mauer ist ja noch gar nicht fertig. Unsere große Anti-Zombie-Mauer. So, wollen wir mal, wie es aussieht. Dementsprechend natürlich mal alles weg hier. Und alles hier oben hin. Sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt hier oben... Davor. Autsch. Oh mein Gott, mein Leben. Ah. Hilfe. Essen. Ich brauche was zu essen. Habe ich das überhaupt eingestellt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, habe ich. So, ich schalte da mal in den Chat rein. Was da eventuell steht jetzt. So. Nahrung war hier. Hier. Ah, super, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. So, was haben wir denn hier? Kannst du, wenn du etwas erklärt haben möchtest, im Chat antworten? Ich habe eine schlechte Internetverbindung, sagt der Steve. Macht sie schwer, aber ich kann es versuchen, kleine Antworten reinzuschreiben.
So. Dann befruchtbar mal das Feld hier wieder frisch. Zumindest eins. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hier mache. Ich könnte hier... Ich schau gerade mal, wie das aussieht hier überall. Ich habe eine Idee, und zwar brennen wir uns jetzt mal ein bisschen Stein. Was mache ich überhaupt? Keine Ahnung. Ich bin stoned. Was? Nein, keine Macht in Drogen. So, Glas haben wir wieder ohne Ende. Gleich nehmen Sandstein. So. Dann werde ich so lange mal... Können wir es reparieren? Ne, verzaubern können wir. Bald wieder. Wenn wir so mal auf dem Sand sind. Dann tue ich mal ganz kurz hier die Dinger ausschalten. Haben wir denn noch... Wir haben weiße Wolle dabei. Ich hätte gerne andere Wolle. Wir haben aber auch noch weiß da. Können wir auch färben eventuell. Ich könnte grüne Schafe mal machen. Na, jetzt nicht. Nehmen wir uns die weißen schnell mit. Und schauen wir mal, ob wir hier draußen noch welche finden. Hier draußen habe ich ein paar Schafe eingefärbt. Da ist ein weißes. Aber wir müssen eh warten, bis es fertig gebrannt ist gerade. Bevor ich meiner Denkkraft freien Lauf lassen kann. Da ist ein gelbes. Na, Schäfchen. Hier war ein Creeper. Da ist ein rotes. Da ist ein Creeper. Creeper, sage ich doch. Na gut, die Dame war etwas ungehalten. Die Dame war etwas un... Autsch. Wenn ich hier mal dabei bin. Stirb. Zur Not habe ich auch noch den Dark Repulsor, also von daher, Monster killen uns hier bestimmt nicht. Mit dem Dark Repulsor mache ich einen Schlag und da ist das Vieh tot. Ich renne jedes Mal rein, deswegen tue ich mir, habe ich mir das gesagt, ich tue es mal einfach, oh, gelbe Schaf. Nicht mit den Dark Repulsor schlagen, das tut dem Schaf glaube ich nicht so gut. Sehr verregnet alles hier. Pilze sind ein bisschen gewachsen schon, die können wir auch schon mal mitnehmen hier. Bin ich voll? Oh. Können sie wieder nachwachsen alle. Hier genauso. Gehen wir wieder rein hier.
Und dann müssen wir jetzt mal einen Kompromiss hier finden. Und zwar würde ich sagen, hier. Ändern wir das nämlich nochmal komplett alles um hier. Huch, was ist denn hier los? Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. So. Ich würde sie doch gerne etwas moderner aussehen lassen, die Gegend. Ich meine, wir haben ja eine Mittelalter-Gegend, da können wir uns sicher ruhig mal ein bisschen moderner aussehen lassen. Deswegen dachte ich, wir bringen hier ein paar schnittige Kanten rein. Gerade auch wegen den Beeten sieht das dann gut aus, glaube ich. Okay. Wegschmeißen kann ich eventuell...